Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Messejournal von der Bautec 2012, der internationalen Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik, die mit ihrer aktuellen Ausgabe ihr 30-jähriges Jubiläum begeht. Auch in diesem Jahr zeigen wieder mehr als 800 Aussteller ihre Neuheiten in den Messehallen, gruppiert um den Sommergarten der Messe Berlin, und setzen damit Impulse fürs Bauen, Modernisieren sowie Energiesparen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen zukunftsweisende Themen wie zum Beispiel energieeffizientes, nachhaltiges sowie generationsübergreifendes Bauen und Sanieren. Wir waren für Sie auf der Bautec den aktuellen Trends und Highlights der Branche auf der Spur. Alle zwei Jahre rückt Berlin in den Fokus der Baubranche, die sich traditionell in den Messehallen unter dem Funkturm trifft. Das Motto der Veranstaltung, in die Zukunft bauen, ist gefragter denn je. Schließlich sollen moderne Gebäude wirtschaftlich effizient, umweltschonend sowie ressourcensparend sein und gleichzeitig Komfort und Wohlbehagen bieten. Wie diese Ziele von Architekten, Planern und der Baubranche umgesetzt werden, ist zentrales Thema der Bautec 2012. Die Bautec hat schon immer in ihrem Zwei-Jahres-Rhythmus immer die Akzente gesetzt dessen, was an Innovation in der Bautechnologie möglich ist. Und dieses Jahr macht sie dieses auch. Das ganze Thema erneuerbare Energien spielt eine wichtige Rolle. Das ganze Thema Wärmeschutz eine besondere Rolle. Denn die Bautec zeigt ja ganz geschlossen das Thema rund um das Bauen, alles, was es in dem Haus gibt, bis hin zu Sanitär- und Heizungskomponenten. Und in diesem großen Verbund werden jeglich neue Akzente gesetzt. Für Fachbesucher sowie die am Bauen und Modernisieren interessierten Hausbesitzer bietet die Bautec 2012 neben der breit gefächerten Produktschau täglich ein umfangreiches Programm aus Kongressen, Symposien und Fachvorträgen. Ergänzt wird das Spektrum der Bautec wie bereits seit vielen Jahren durch die parallel stattfindenden Veranstaltungen Solar Energy, Build IT, Grünbau Berlin und Metall IT. Neu im Veranstaltungsverbund der Bautec ist seit diesem Jahr das Forum für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Vor dem Hintergrund ständig steigender Kosten ist jeder Hausbesitzer gut beraten, über Energieeffizienz und Energieeinsparung intensiv nachzudenken. Die Besucher der Bautec können sich hierfür einen Überblick über die Vielzahl an Heizungssystemen verschaffen und zugleich fachmännische Tipps erfragen. Auch zu den Einflüssen der Gebäudetechnik auf das Raumklima und Energiesparen bietet die Messe reichlich Platz zur Information und Diskussion. Beim Energiesparen helfen erstmal Techniken, die schon bekannt sind eigentlich, und zwar Ventilatoren mit höheren Wirkungsgraden, besseren Leistungsfeldern. Wir haben dichte Leitungsnetze, jede Leckage ist heute ein Energieverlust. Wir haben dann die Probleme, dass wir bei den Wohnungen heute zu dicht bauen, dass wir durch diese dichte Bauweise Probleme kriegen für die Gesundheit der Bewohner. Das heißt, es muss ein Luft, ein Lebensmittel muss gewährleistet sein. Mit dem Symposium und der Verleihung des Deutschen Bauherrenpreises Neubau 2012 widmet sich die Bautec zudem auch der Stadtentwicklungspolitik und bezieht die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft noch stärker in das Gesamtgeschehen der Baubranche ein. So soll die Stadt von morgen noch stärker denn je die Aspekte Klimaschutz und globale Verantwortung berücksichtigen. Die Bautec gibt uns hier große Impulse, weil die Aussteller, die aus 22 Ländern kommen, uns zeigen, was jetzt schon alles möglich ist. Und wenn wir in der Lage sind, das, was hier ausgestellt ist, auch in der Fläche umzusetzen, haben wir unsere Ziele für 2050 doppelt und dreifach erreicht. Der Systemverbund von Gebäudehülle und Gebäudetechnik hat die Bautec erfolgreich gemacht. Denn er ist aus Sicht der Baubranche das zukunftsweisende Konzept für eine moderne Fachmesse. Deshalb präsentieren auch 2012 wieder die führenden Aussteller aus der Baustoff- und Bausystembranche sowie aus den Bereichen Energie, Heizung, Sanitär und Klima ihre Produkte und Neuheiten im Rahmen der Bautec in Berlin. Und soweit ein Überblick über die Themen und Trends der Bautec 2012. Wir geben damit nun weiter zum Berliner Messegelände und zu Sebastian Schuster, der das Geschehen für uns vor Ort verfolgt. Sebastian, damit weiter zu dir.
Ja, vielen Dank, Susanne, und damit willkommen zur Messe Live TV aus Berlin. Wir haben es ja gerade schon im Beitrag gesehen, das Messegelände füllt sich. Zahlreiche Fachbesucher sowie auch am Bauen und Modernisieren Interessierte, die schauen sich hier natürlich um, was es Neues gibt aus der Baubranche. Ich freue mich nun ganz besonders, hier zum Gespräch begrüßen zu dürfen, Werner Mocke. Er ist Direktor der Messe Berlin und zeichnet in dieser Funktion auch für die Bautech verantwortlich. Herr Mocke, Energieeffizienz ist ein ganz großes Thema. Welche Rolle spielt das hier auf der Bautech? Ja, die Bautech hat als Kernthema die Energieeffizienz, weil sie schon vor Jahren in ihrem Konzept und auch von der Ausstellerbestückung her darauf eingestellt hat, die Gebäudehülle und die Gebäudetechnik synergetisch zusammenzuführen. Anders geht es nicht in der praktischen Umsetzung. Wir können nicht meterdicke Dämmstoffwände haben und verzichten dann auf konventionelle Energieerzeugung. Also beide Technologiebereiche müssen sinnvoll zusammengeführt werden, zwar vom planerischen und der Umsetzung und in der Anwendung später. Energieeffizienz heißt ja nicht nur Energieeinsparung, sondern auch CO2-Minimierung und Kosteneffizienz verbunden mit nachhaltigem Bauen. Ja, das Spektrum der Bautech ist ja sehr groß. Was erwartet die Besucher hier? Welche Highlights gibt es auf der Bautech? Im Baustoffbereich die Hallen 18 und 20, Bedachungsindustrie, Wandbaustoffe, Holz, regenerative Werkstoffe werden dort auch gezeigt. Wir haben dort in der Sektion Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik den Bereich der Blockheizkraftwerke für einen Einfamilienhausbau, Mehrfamilienhausbau. Das ist ein Konzept, was auch die dezentrale Energiegewinnung der Zukunft kennzeichnen wird. Es wird kein Milliarden-, sondern ein Zig-Milliarden-Markt werden, weil dort über diese dezentrale Energieerzeugung wird mit dem Netzausbau sozusagen auch die Last der Energieerzeugung auf viele einzelne Bestandteile verteilt werden. Und das sind Aspekte, die muss man auch aus dem Kostengesichtspunkt her sehen. Es wird dem Bürger nicht nur Geld wieder zurückgegeben durch die Erzeugung, sondern wir schonen die Umwelt. Wir machen uns unabhängiger von großen Kraftwerkszentralen und es dient auch der Auslastung des Netzes. Dann haben wir in der Halle 25 den Spiel- und Sportplatzbau. Revitalisierung von Großsiedlungen ist hier das Stichwort. Wir haben dort Spielplatzgeräte ausgestellt. Wir haben dort Möglichkeiten der, sagen wir mal, Freizeitgestaltung für Jugendliche ausgestellt, Halfpipes, alles steht da rum. Dann haben wir den Werkzeug und den Baumaschinenbereich dazu stehen. Und worüber wir uns besonders freuen, das ist für Fachbesucher auch, die im Heizungs- und Lüftungsbau tätig sind. Wir haben zum ersten Mal eine große Halle Biokraftstofferzeugung, Biogaserzeugung, die auch zum Heizen genutzt werden können. Und das ist ein Zukunftsmarkt, der hier auf der Bautech noch innerhalb der Heizungstechnik eine große Zukunft haben wird. Ja, dann ist ja für Jung und Alt und für alle verschiedenen Fachgebiete gesorgt. Dann danke ich Ihnen für den Moment, Herr Mocke, und viel Erfolg noch hier auf der Bautech. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir haben uns natürlich auch bei den Besuchern der Bautech mal umgehört, welches deren persönliche Highlights sind. Und die sind natürlich genauso vielfältig wie das Spektrum der Veranstaltung. Ich war im Solarenergiebereich gewesen, erneuerbare Energien, das hatte mich besonders interessiert. Ja. Die Energietechnik. Haustechnik, Heizung, Sanitärtechnik. Die Heizungstechnik, Solarindustrie und Biogas. Alles, was ein bisschen mit Elektro zu tun hat. Das barrierefreie Bauen, weil ich auf dem Gebiet als zertifizierte Architektin tätig bin. Gerade hier Steine und sowas, alles Sanierungsmaßnahmen und so, Schimmelschutz, das ist alles unsere Sache so. Tja, also auch auf Besucherseite ein breites Interesse an den Themen der Bautech. Soweit dann auch unsere Bautech-Berichterstattung. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website bautech.com und alle Videos von der Bautech dann auch bei messelive.tv. Wir verabschieden uns nun hier von der Messe Berlin mit einigen Impressionen von der Bautech 2012. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss aus Berlin.